Bei der WM 2006 versetzten die beiden Deutschland in ein einziges Jubelmeer. Last-Minute-Siegtorschütze Oliver Neville und dessen Vorlagengeber David Odonkor sehen sich heute wieder, und zwar im Finale des AOK-Traditionsmasters 2019 zwischen BVB und der Werksel. Bereit für Tore, dann nichts wie rein ins Spiel. Borussia Dortmund in den gelben Trikots von links nach rechts mit der Führung in der ersten Spielminute. Giovanni Federico mit dem Tor, der Mann, der bis zum Sommer noch beim SSV Hagen im deutschen Amateurfußball aktiv war, hier mit dem wunderbaren Lupfer zur Führung. Doch Bayer Leverkusen schon in der Anfangsphase bereit und in der Lage, Antworten zu geben. Ulf Kirsten auf Marco Babic. Und 1-1 nach 2 Minuten. Der 49-fache kroatische Nationalspieler gut in Szene gesetzt mit einer starken Vorlage von Kirsten sorgt für den Ausgleich. Bayer 04 in der Anfangsphase ohnehin besser unterwegs als die Kollegen aus Dortmund. Patrick Helmes mit dem Rücken zum Tor in die kurze Ecke zum 2-1 nach 3 Minuten. Und auf einmal führt Leverkusen im Finale. Und setzt das augenscheinlich auch so fort. Leverkusen wieder im Angriff. Helmes hat Platz, hat zu viel Platz. Sieht relativ einfach aus, trotzdem wirksam. 3-1, 14. Minute. Der Zweitligameister von 2014, Patrick Helmes, sorgt hier für die fast schon komfortable Führung. Die Frage, wie antwortet der BVB? Mit Salvatore Gambino, der geht in den Strafraum, wird dort zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entscheidet auf den Punkt. Thorsten Jutz. Der Mann, der Gambino von den Beinen geholt hat, der regt sich unfassbar auf. In der Verlangsamung sehen wir, Juve trifft hier in dieser Situation nicht den Ball. Und das ist der Grund, warum der Schiedsrichter hier auf den Punkt zeigt. Giovanni Federico mit dem Elfmeter, den macht er sicher rein und stellt die Frage, macht es der BVB hier nochmal spannend? Die Antwort ist klar, sie lautet nein, weil Bayer an diesem Abend einfach überragend aufgelegt ist. Das sehen wir in der Situation. Patrick Helmes überragend 4-2. 10. Spielminute. Helmes heute in absoluter Hochform. Das ist technisch mal allererste Sahne. Und zum Leiden der Dortmunder zog sich das auch in der kommenden Phase weiter fort. 12. Minute. Mike Ripic mit dem 5-2 für die Werkself, nur eine Zeigerumdrehung später. Das ist Markus Feinbier mit dem Volley, schön abgenommen zum 6-2. Wir bleiben in der 13. kampflos, gab sich der BVB hier auch nicht geschlagen. Torwartfehler haben wir hier auch noch oben drauf. Salvatore Gambino mit dem 3-6. Und jetzt hatte Oliver Neville, den wir zu Beginn dieses Spielberichts auch angesprochen haben, nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was zu zeigen. Wunderschöne Volleyabnahme von ihm zum 3-7 und auch in der darauffolgenden Szene ist er rechtzeitig und wach zur Stelle, wie es eben ein echter Stürmer so ist. Ein bisschen was haben wir noch. 2 Tore, 18. Spielminute, Markus Feinbier, den kennen wir auch. Das war mal ein ganz feiner Treffer und 20. Minute natürlich. Wir machen den Sack zu mit dem überragenden Mann dieses Finales. Patrick Helmes probiert hier zum dritten Mal und trifft dann endgültig das Tor zum 3-10, macht es zweistellig, sein 4. am heutigen Tage und holt damit den Sieg im AOK Traditionsmasters 2019, hochverdient letztlich im Finale für Bayer 04 Leverkusen. Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.